Leute, hier ist wieder eure Hanna Vogel. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und schaut mal, Leute, ich brauche wieder mal eure Hilfe, denn ich stecke hier fest im Gefängnis zusammen mit der Polizei. Ja, die passt nämlich ganz schön gut auf. Das ist nämlich, glaube ich, der Polizist Barry oder so heißt er. Und auf jeden Fall hat der mich hier in diese Zelle gesteckt, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Also ich sehe das überhaupt gar nicht ein, hier zu bleiben. Und deswegen werde ich jetzt versuchen, aus dem Gefängnis zu entkommen. Und dabei nehme ich euch mit. Los geht's! Ich weiß auch gar nicht, ob euch schon aufgefallen ist, aber schaut mal, ich habe hier auch so Gefängniskleidung an. Also das ist wirklich gar nicht das, was ich normalerweise sonst immer trage. Also ich muss echt gucken, dass ich hier mal ganz schnell wieder abhaue. Ich habe hier auf jeden Fall schon diesen ersten Geheimgang entdeckt. Das ist schon mal sehr gut. Und zack, sind wir auch schon im nächsten Raum, Leute. Juhu, das ist schon mal sehr gut. Und was auch hilfreich ist, sind diese Pfeile hier. Also die zeigen mir so ein bisschen den Weg, wo ich entlang gehen muss. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Aber ich denke mal, hier sollte ich auf jeden Fall nicht runterfallen. Also vom Prinzip ist es klar, Leute, nicht runterfallen, nicht stolpern und irgendwie schauen, dass man hier diese ganzen Hindernisse überquert. So, und dann bin ich mir sicher, werden wir es hier auch aus dem Gefängnis irgendwie schon rausschaffen, Leute. Huch, schaut mal, ich habe hier so Werkzeug gefunden. So wie es aussieht, brauche ich das, dass ich hier auch weiterkomme. Cool. Okay, cool, Leute. Oh mein Gott, ich bin hier im nächsten Raum. Und zwar zusammen mit dem Polizisten, Leute. Okay, ich muss ein bisschen leiser sein, weil wenn der mich entdeckt, dann wird der bestimmt versuchen, mich wieder einzufangen. Was mache ich denn? Also ich sehe da drüben auch noch einen Knopf. Ich glaube, den muss ich bestimmt drücken. Okay, jetzt läuft er in die andere Richtung. Dann laufe ich ganz schnell hin. Oh nein, er hat mich gesehen, Leute. Schnell den Knopf drücken. Und jetzt nichts wie weg hier. Ist der hinter mir her? Oh, der ist aber ganz schön schnell unterwegs, Leute. So, schnell weg. Hihi, ich bin nämlich schneller. Ich bin nämlich Hanna Vogel. Was dachte der sich denn bitte? So, und jetzt nichts wie weg hier. Oh, ich bin fast runtergefallen. Upsi, aber es ist doch mal gut gegangen. Und jetzt bin ich auch schon im nächsten Geheimgang. Juhu! Wo bin ich jetzt? Ah, im Badezimmer. Na gut, dann schaue ich mal, was das mir bringt. Eine Toilette? Was soll ich denn damit bitte? Ah, okay, das ist schon mal hilfreich. Hier ist eine Schaufel und hier kann ich so ein Loch graben. Dann geht's bestimmt in den nächsten Raum, Leute. Juhu! Cool! Wir sind jetzt hier irgendwo so unterirdisch gelandet. Keine Ahnung, wo wir genau sind. Aber, Leute, das erinnert mich an ein anderes Gefängnis. Also, ist ja nicht das erste Mal, dass ich hier im Gefängnis bin. Und zwar, da war der Boden auch Lava, so wie hier, Leute. Also, da will ich auf gar keinen Fall reinfallen. Und hier diese Brücke, die ist auch gar nicht mal so stabil. Also da muss ich ganz schnell hier rüberlaufen. Hihi, geschafft. Okay, so, was ist denn hier los? Hier sind ja echt ganz viele Hindernisse. Also da muss man wirklich vorsichtig sein. So, was rollt denn da runter, Leute? Okay, also das Gefängnis scheint hier wirklich sehr sicher gebaut worden zu sein. Da muss man ganz schön aufpassen. Erstmal ganz schnell hier die Leiter hoch und... Oh, wer ist denn das da drüben? Oh nein, kann ich mich hier verstecken? Okay, hier ist irgendwas, da habe ich den Hebel betätigt. Aber, oh mein Gott, der ist so schnell. Okay, Leute, der hat mich hier einfach eiskalt wieder rausgeschmissen. Aber was gut ist, ich sehe dort drüben, ist das Tor jetzt offen. Das heißt, wenn ich es geschickt anstelle, dann muss ich nur ganz schnell an ihm vorbeilaufen und dann... komme ich hoffentlich in den nächsten Raum. Hier schnell, Augen zu und durch. Wir haben es in den nächsten Raum geschafft. Und was ist das denn hier? So ein Hebel. So, ich bin echt gespannt, wo wir jetzt rauskommen. Aber, so wie es aussieht, sind wir hier auf jeden Fall noch nicht am Ausgang. Also wir müssen irgendwie schauen, dass wir hier rüber auf die andere Seite kommen. Hm. Okay, dann muss ich vielleicht erstmal hier entlang laufen. Ach cool, ein Getränkeautomat. Das trinke ich doch direkt mal. Huh? Was ist denn jetzt los? Oh, schaut mal, wie schnell ich plötzlich rennen kann. Okay,
Ja, das bringt mir auf jeden Fall sehr viel Energie und die brauche ich hier auch, so weit wie ich hier springen muss. Wie cool ist das denn? Upsi, ich bin aus Versehen runtergefallen. Da war ich wohl ein bisschen zu schnell unterwegs, Leute. Also nochmal und jetzt aber aus dem Weg hier, Leute. Hier kommt Hanna Vogel. Uhu. Ich kann fliegen, Leute. Also so fühlt es sich zumindest an. Hihi. Oh, das macht so viel Spaß. Juhu, schneller. Okay, das war vielleicht cool. Aber auch ganz schön sportlich. Ich sag's euch, wie es ist, Leute. Und hier noch schnell die Leiter hochklettern. Also zum Glück hatte ich dieses Getränk da vorher. Das hat auf jeden Fall geholfen. So, hier ist noch ein Knopf. Da drücke ich mal. Und hier ist eine Leiter. Die nehme ich mal mit. Die kann ich vielleicht gebrauchen. Zumindest war es so in den anderen Gefängnissen immer. Hä, wo ist denn die Leiter jetzt hin? Habe ich aus Versehen stehen lassen, Leute. Upsi. Jetzt aber... Okay, dann nehmen wir jetzt die Leiter mit. Vielleicht hilft die uns ja gleich noch. Ich komme hier gar nicht richtig durch. Was ist das denn hier? Jetzt aber, okay. Super, dann sind wir jetzt schon im nächsten Raum. Das macht so viel Spaß. Wow, aber was ist das denn jetzt, Leute? Was weht denn hier für so ein starker Wind? Oh mein Gott. Schnell, weiter. Okay, Leute, ich bin jetzt im nächsten Raum angekommen. Und hier steht etwas. Und zwar schließen Sie die Ventile. Okay, also wie wir sehen können, sind dort drei Ventile offen. Und die muss ich schließen. Okay, ich glaube, hier habe ich schon mal was entdeckt. Das schließe ich hier einmal. Die Frage ist nur, wo kann ich noch was schließen? Ach, hier drüben, Leute, ich sehe schon. Juhu! Dann schließe ich das hier und es war auf jeden Fall... oh mein Gott, ich bin runtergefallen. Was ich sagen wollte, auf jeden Fall, dass hier oben nochmal ein Ventil war zum Schließen. So, und ich glaube, jetzt sind alle Ventile geschlossen. Hihi, super, dann kann ich hier ganz entspannt vorbeilaufen. Als wäre nichts gewesen, Leute. Okay, und jetzt springe ich hier einmal rüber... Und da geht's auch schon zum nächsten Geheimgang. Juhu! So, ich bin im nächsten Raum. Und, wow, was ist denn hier los? Plötzlich weht hier schon wieder so ein starker Wind. Und das macht aber voll viel Spaß, Leute. Ich sag's euch, wie es ist. Das ist richtig cool. Aber ich weiß halt nicht, wo ich vom Winde hingeweht werde. Also, keine Ahnung. Wow! Puh, okay, geschafft. Erstmal wieder die Leiter hochklettern und ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt bin, aber wir werden sehen, Leute. Wow, ist das cool! Ich kann schon wieder fliegen und... was ist denn hier? Noch ein Geheimgang? Ist ja cool. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Leute! Wir sind hier in der Cafeteria angekommen und da ist doch der Ausgang! Wisst ihr noch, ich stand doch gerade eben hier drüben und habe gesagt, wir müssen hier rüber. Und jetzt sind wir tatsächlich angekommen. Das bedeutet, wir haben es geschafft, Leute, zusammen. Wir sind aus dem Gefängnis entkommen, vor der Polizei. Ist das nicht cool? Ha, ich freue mich so und das hat auch so viel Spaß gemacht. Also wenn ihr auch so viel Spaß hattet wie ich, dann lasst doch mal gerne einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht auch unseren Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Denn dann verpasst ihr keine Videos mehr, versprochen. Und dann würde ich sagen, macht euch heute noch einen richtig tollen Tag. Und ich verziehe mich jetzt auch mal vom PC und wir sehen uns einfach wieder beim nächsten Mal. Tschüss, eure Hanna. Hey Leute, ich bin's, Julian Vogel. Und wenn ihr noch mehr von uns, also Familie Vogel, hören wollt, dann schaut doch auch mal bei Spotify oder bei iTunes oder auch Amazon Music vorbei. Denn da findet ihr unsere tollen Hörspiele. Und glaubt mir, die sind echt richtig cool. Und ja, hört sie euch an. Viel Spaß.